Zum Jahresausklang geht Barbara Schöneberger nochmal ab wie eine Rakete. Beim Covershooting für die neue Ausgabe ihres Magazins verriet die Moderatorin, dass sie zu Weihnachten gerne die Hütte voll hat. Für mich können es nicht genug Leute um einen Tisch sein. Für mich kann nicht genug Essen in den Töpfen sein. Für mich kann nicht genug, kommt doch auch noch dazu. Und wenn ihr Freunde habt, die sollen auch mitkommen und so. Ich glaube, ich bin nur deshalb so gerne Gastgeber, weil ich einfach so gern zu Hause bin. Es geht mir darum, Leute zu bewirten und ihnen ein gutes Gefühl zu geben. Aber gleichzeitig habe ich auch einfach keine Lust, mich ins Auto zu setzen, woanders hinzufahren. In Sachen Vorsätze fürs neue Jahr übt sie sich mal in Zurückhaltung. Ich weiß schon, was ich besser machen kann. Und ich weiß auch, was ich nicht mehr tun sollte. In der Theorie habe ich es voll drauf und da kann man mal kurz drüber nachdenken. Aber ich weiß ja schon, wie es normalerweise ist, dass du dir halt abends was vornimmst und am nächsten Morgen das sofort wieder brichst. Und deswegen, ich habe es eigentlich weitestgehend aufgehört, mir Vorsätze vorzunehmen. Nichtsdestotrotz, Pläne hat sie für 2018. Große Pläne. Meine Pläne für 2018 sind, dass erstmal zunächst alles so bleibt, wie es ist. An manchen Ecken und Enden kann noch mal ein bisschen gesteigert werden. Vieles andere fällt vielleicht auch weg. Und ich fürchte, ich werde eine CD machen, ja. Ich arbeite schon relativ lang an einer CD, weil ich selber jetzt meine Texte schreibe. Und es ist sehr zeitaufwendig, muss ich leider sagen. Also, Und wer es nicht abwarten will, kann ja mal einen Blick in die neue Barbara riskieren.